Jo, Hallihallöchen, lieben Freunde. Es hat jetzt sehr, sehr lange gebraucht, aber ich habe dreimal versucht, ein Video aufzunehmen, weil ich dachte, jetzt hätte ich es mit dem Lenkrad hingekriegt. Aber es war nicht so. Dank den Despen hat es aber jetzt geklappt. Und zwar ist das Ganze eine kleine Einstellungssache. Da schreibt der Despen am besten im Nachhinein noch mal eine kleine Erklärung in die Videobeschreibung zu diesem Video. Dann könnt ihr euch das auf jeden Fall noch mal angucken. Auf jeden Fall, wenn ihr euch ein Lenkrad holt. Erstens, neuen Account. Zweitens, gucken, dass ihr erstmal den Treiber installiert habt und den PC neu gestartet habt. So, jetzt aber zum Gefühl mit meinem Lenkrad. Und zwar ist das das Speedlink Drift OZ Racing Wheel. Habe ich bei eBay das Teil gekauft für 33 Euro. Dazu Gipspedale und Lenkrad. Achtung hier, einige Tasten sind doppelt belegt, was ziemlich schnell zur Verwirrung führen kann. Deswegen immer vorsichtig sein und prüfen, was doppelt belegt ist. So, wollen wir aber jetzt mal. Ich dachte mir, ich zeige euch mal ein kleines Gameplay. Und was haben wir denn hier? Ja, nehmen wir hier, ne? Osnabrück und Hannover in Deutschland. Base Life GmbH heißt die Firma. Wir haben ein Dings-Steuerknüppel. So. Ich spiele auf Ultra-Einstellungen, falls es jemanden interessiert. So. Jetzt hier halb. Gang 2. Auf wichtig finde ich jedenfalls, auch wir haben es ja mitten in der Nacht, da braucht man ja gar nicht so aufzupassen. Aber was mir aufgefallen ist, wenn ihr irgendwie stark bremst oder so, müsst ihr runterschalten, sonst bleibt der LKW stehen. Mit dem Lenkrad habt ihr leider keine 180 Grad, habt ihr nur 180 Grad. Und deswegen, ja, wie soll ich sagen, gibt es gewisse Probleme, sage ich mal. So, Gang 4, schöner Gang zum Starten, da dreht die eine Anzeige schon durch, höher gehen. Oh, eine grüne Welle. Ihr solltet auf jeden Fall das in den Einstellungen einstellen, dass der mit dem Blinker seinen Kopf schwenkt, weil ihr könnt nicht jedes Mal zur Maus oder zum Controller greifen, nur um die Sicht zu verdecken. Ach, zu verdecken. Um die Sicht einzustellen, um zu sehen, ob da gerade ein Auto kommt oder nicht. Und mit der Maus solltet ihr im Voraus schon mal Dings einstellen, eine perfekte Mittelsicht und den Rest macht ihr dann nur noch über die Blinkeranzeige. Ja. Wenn ihr hingeht und einen neuen Gang einlegt, dann müsst ihr einmal kurz vom. Ah, da bin ich ja ans Dings gekommen. So ein Mist. Das wollte ich eigentlich jetzt mal verhindern. Aber es bedarf Übung. Auf jeden Fall wegen den 180 Grad. Weil sobald das hier nämlich die Dings erreicht hat, also das Lenkrad sein Maß erreicht hat, dass es nicht mehr weitergeht, lenkt das Lenkrad nämlich durch. Also hier ist definitiv Übung und Feingefühl gefragt. Ich habe jetzt garantiert 2 Stunden mit den optimalsten Einstellungen für das Lenkrad gefahren. Und ihr seht ja, was ich hier teilweise noch für Probleme habe. Ne? Also ihr braucht auf jeden Fall gut
Übung und vor allen Dingen Gefühl für die Gänge, wenn ihr so fahren wollt. Aber das hat sich an sich eigentlich recht schnell eingespielt, wenn ihr die richtigen Einstellungen habt. Ansonsten habt ihr nämlich das Problem, dass entweder das Ding zu sensibel ist, nicht hundertprozentig sich mitbewegt und man ist schnell gefrustet und das Ding reißt sich links und rechts her. Das ist ekelhaft, kann ich euch sagen. Ansonsten kann ich nur sagen, zur Verarbeitung, ja, da wo es halt überzogen ist, fühlt es sich gut an. Abgesehen von der doppelten Belegung kann ich auch dazu nur sagen, sehr schön. Alles ist leicht erreichbar, bis auf der Schalthebel. Also den hätten sie ruhig weiter nach vorne machen können. Aber das ist ja irgendwo jedem selbst überlassen. Die Pedalen fühlen sich recht super an. Also da gibt es keine Probleme. Und jetzt kriege ich schon wieder einen Hasskick. Warum geht jetzt bei mir das Telefon? Also weiter geht's. Wo war ich stehen geblieben? Ja, die Pedalen. Genau. Die sind wirklich sehr schön. Also gefällt mir. Und für einen Preis von 33 Euro kann man nichts sagen. Finde ich jedenfalls. Dafür, dass es sich abgesehen von der eingeschränkten Lenkweise, also dass es nur 180 Grad hat, fühlt es sich sehr gut an. Mit ein bisschen Übung ist das mit den 180 Grad nämlich auch weniger das Problem. Natürlich kann ich jeden, der es jetzt unbedingt realistisch hoch 10 haben will, kann ich nur ein besseres Lenkrad empfehlen. Die zwei besten, die ich da kenne, das sind das Gran Turismo Lenkrad. Ich glaube, das ist auch von Logitech. Und das von Logitech G27. Das ist so krass, das Lenkrad, dass es euch den Arm brechen kann. Ich hatte das Gran Turismo Lenkrad schon selbst in der Hand und muss sagen, wow, das Ding, da braucht man Kraft für, wenn man es richtig eingestellt hat. Das ist Hardcore. Also, das ist nicht zu vergleichen mit dem Speedlink hier. Aber das Speedlink für Leute mit kleinem Geld und die jetzt, sagen wir mal, nur ETS, nicht wirklich Formel 1 oder so spielen wollen, reicht das hier eigentlich vollkommen aus, damit man überhaupt ein Feeling bekommt. Klar, für Leute jetzt, die sagen, nein, ich will aber das Nonplusultra, wo auch alles hundertprozentig funktioniert, wie es soll, den kann ich nur das Logitech G27 nahelegen, nach allen, egal in welcher Kritik, das Ding gewinnt einfach alles. Und vorhin auch Grüße an den Henna, der gerade streamt. Der, also jetzt für die aktuelle Zeit, der hat vorhin mir noch erzählt, der hat einen Freund, der hat das. Und er hat sich daran den Arm gebrochen. Ich finde das krass, ne? Also, das ist genial, aber zurück zum Speedlink, Drift OZ. Wenn man sich eben halt dran gewöhnt hat, man muss halt aufpassen. Ab einem gewissen Punkt reißt das Lenkrad stärker um, wo das Speedlink halt aufgibt. Und dann hat man halt ein Problem, sage ich mal. Weil, also jedenfalls, wenn man schneller fährt. Weil das Problem liegt darin, dass eben halt
dann man das Ganze nicht mehr so unter Kontrolle hat. Aber wie gesagt, mit ein bisschen Übung und Feingefühl dürfte das alles kein Problem sein. Und nein, kein Unfall. Und jetzt kommt das Problem. Jetzt muss ich hier einmal, habe ich gedrückt auf Neutral, damit ich dann wieder auf Dings schalten kann. Ja, ich lasse dich durch. So, jetzt, ihr hört es klacken schon. Da muss ich nämlich schon hochschalten. Runter vom Gas. Hoch. Das nur, weil einer so blöd war und konnte nicht bremsen, trotz Blinkersetzung. Die Bots in ETS, die finde ich grausam. Die sind so schienenmäßig. Gang 9. Ach nö. Nee, 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 laut Kollege hier. Ach du Scheiße. Ich hätte da ja eigentlich runtergemusst. Nee, ich fahre jetzt nicht da. Scheiße. Was passiert, wenn man mich ablenkt? Dann verliere ich die Kontrolle. So, runter. Gang runtersetzen. Da ist das. Jetzt habe ich einmal zu stark eingelenkt. Und schon hat man das Problem. Ja, ich bin ja gleich da, Leute. So. Och, Leute, jetzt nervt nicht. Ach so. Und dann allgemein drin. So, und jetzt wieder hoch. Muss einen Platz zum Drehen finden. Dass sich dann das Navi nicht direkt umstellt, dass ich eine Alternative finden kann, das finde ich grausam. Das ist. Du kannst ja auch nicht einfach zurücksetzen. Gucken, dass ich drehen kann. Also ich komme nicht mehr pünktlich an. Viel steht fest. So, und tap. Das ist wieder das Problem. Wir sind zu hoch vom Gang her, sind nicht runtergefahren. Das muss ich mir erst kräftig angewöhnen. So, und jetzt wieder langsam hoch. Also wie gesagt, wenn ihr zu stark einlenkt, dann seht ihr das, wie das ab und zu so krass reinreißt. Dann habt ihr dieses Problem. Das ist einer meiner großen Mängel bei dem Ding. Aber das passiert selten, wenn man den Dreh raus hat. Man braucht da echt Gefühl für alles. Bom!
Und da ist es trotzdem. Was ist denn jetzt passiert? Ach, Leute. Neutral. So, erstmal zurücksetzen. So dicht war ich an der Kante doch gar nicht. Aufnahme. Es passiert eine Schieflage nach der nächsten. Okay, aber jetzt sind wir wieder gerade auf. Vorführeffekt nenne ich sowas. Und zeigt auch mal die Schattenseiten, sagte man mir. Man hat mich hierfür bezahlt, dass ich diese Unfälle baue und falsch fahre. Aber ist es das Geld wert? Ich glaube nicht. Nein, zurück zum ernsten Teil. Also an sich, abgesehen von kleinen Mängeln, wo ich definitiv drüber hinwegsehen kann, ist es ein echt gutes Lenkrad. Und man braucht Feingefühl. Oh, ich bin wieder zu schnell. Und sollte definitiv nebenbei die Dings im Auge behalten. Wenn man die Gänge auch kennt von den LKWs, dann ist es sogar kein Problem, sich auf 50 km/h zu reduzieren. So. Noch einen hoch. Ohne großartig höher zu gehen. Das sehe ich eh nicht, okay. Und damit haben wir unser Ziel erreicht. So. Und mal gucken, wie viel wir abgezogen bekommen. Gar nichts. Glücklicherweise keine Schäden genommen. Was für ein Schwein muss man haben? Und wir sind auch noch pünktlich. Okay, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zu. Ja, jetzt reicht das Kabel nicht. Hier, da ist es mal. Ne? Speedlink OZ. Racing Wheel. Bisschen dazu erklären, also es ist kein Highlight, erwartet hier nicht das Nonplusultra der Racing-Szene oder sowas, aber wenn ihr ein kleines Einsteiger Lenkrad haben wollt, womit ihr auf jeden Fall mal reinschnuppern könnt, wie das mit dem Lenkrad ist, dann kann ich das Ding definitiv empfehlen, nur achtet eben halt auf Treiber, auf, ihr müsst auf viele Kleinigkeiten achten, definitiv. Wenn ihr diese Kleinigkeiten eben halt konfiguriert und in Griff bekommen habt, dann habt ihr ein Racing Wheel, was definitiv sein Geld wert ist, trotz Doppelbelegung. Ich bin euer Nubis und ich bin raus. Ja, Aufnahme beendet sich wieder mal nicht selbst. Trotzdem, ich bin jetzt raus.